Mein Vorredner hat begonnen mit: sehr verehrte Damen und Herren, lieber Horst. Ich möchte damit beginnen: sehr verehrte Damen und Herren, lieber Peter. Weil ich freue mich, dass der Gründungspräsident unserer Akademie, Professor Peter Schulz-Hageleit, heute Vormittag da ist. Ich bedanke mich ganz persönlich dafür, dass du gekommen bist, denn ohne dich wäre das, was hier entstanden ist, nicht zustande gekommen. Es geht um die Perspektiven des organisierten Humanismus aus der Geschichte der Konfessionsfreien entwickelt. Im Vorfeld dieser Tagung habe ich in der Online-Zeitschrift Humanismus aktuell, so sieht das dann ausgedruckt aus, einen Text veröffentlicht, meinen letzten im Amt des Akademiedirektors. Es ist die Langfassung dieses Vortrages. Jetzt werde ich nur einige mehr historisch wichtige Ausschnitte bringen und ich hoffe, dass ich genügend zuspitzen kann. Wir gehen deshalb zurück in die Jahre 1990 bis 1992, in denen die konzeptionellen Vorbereitungen auf die HVD-Gründung im Januar 1993 stattfanden. Dabei zeigt sich, dass damals ein Aufsatz eine wichtige Rolle spielte, der im Sommer 1990 in der 10. Ausgabe der Verbandszeitung Diesseits stand, neben vielen anderen Grundsatztexten in dieser Zeit. Der Artikel, dessen Humanismus-Teil übrigens erst ein Vierteljahr später in der 11. Ausgabe erschien, der erste Teil behandelte die Freidenkergeschichte, ging auf einen Vortrag zurück, den der Autor im November 1989 auf dem Kongress der Weltunion der Freidenker in Belgien gehalten hatte. Gegenstand war der Zusammenhang von Freidenkertum und säkularem Humanismus. Das entsprach einem Denken, das den traditionellen Freidenkern einsichtig war. Das hat ihnen Humanismus verständlicher gemacht, so wie er da vorgestellt wurde. Der Text stammte vom norwegischen Philosophen Finngeir Hjort, 1928 bis 2012, zu diesem Zeitpunkt noch Dozent für Linguistik an der Universität Oslo. Ich selbst hatte schon vor einigen Jahren dessen Bücher gelesen, aber wohl nicht gründlich genug und nicht als Studie, die eine Auseinandersetzung mit dem Konzept des säkularen Humanismus ermöglicht. Der derzeit im HVD und in der säkularen Szene eine Renaissance erlebt, wegen seiner Affinität zu einem evolutionären Naturalismus. Es ist hier zu verweisen auf die humanistischen Grundsätze des Humanistischen Verbandes Nürnberg von 2013. Ich zitiere einen Satz: säkulare Humanisten sind Atheisten oder Agnostiker. Als ich Hjort las, das war etwa zu der Zeit, als die Humanistische Akademie Berlin schon gegründet war, also Ende der 1990er Jahre, wusste ich schlicht nicht, dass es dieser einseitige Humanismus war, den die Freidenker sich als Humanismus schlechthin aneignen. 1992 forderten die Gründer des HVD die Abkehr von der traditionellen Freidenkerei. Allerdings werden die veröffentlichten Wortmeldungen betrachtet zunächst nur halbherzig. Die erwartete Wende verband sich mit der Hoffnung, dass die aufzubauende humanitäre Dienstleistungspraxis einen modernen Humanismus und entsprechenden Verband befördern werde. Für einen Freidenkerverband, der in seiner Geschichte auf den klaren Gedanken, artikulierte Vernunft und wissenschaftliche Programmatik setzte, war diese Vertröstung auf spätere Erkenntnis schon eine zynische Zumutung. Genau diese Reihenfolge, ich vereinfache, erst Dienstleistung, dann Definition von Humanismus, hatte Manfred Isemeyer verkündet und einige radikale Änderungen vorgeschlagen. Sie blieben denen unverständlich, die sich nur die traditionelle Freidenkerarbeit vorstellen konnten, die atheistische Aufklärung und alles andere dem Staat, etwa den Ethikunterricht,
den Kommunen, etwa die Kindergärten, oder dem Paritäter, alle Sozialarbeit, überlassen wurden. Isemeyers Kernbotschaft lautete, die in einer sich weiter säkulierenden Gesellschaft nötigen Wertvorstellungen seien nicht mit den Begriffen Freidenkertum, Atheismus und Agnostizismus zu fassen. Ich möchte mit einer Anekdote illustrieren, wie fern noch Jahre später vielen im Verband die Idee war, ein eigenes Schulfach anzubieten, nämlich Lebenskunde, Schuldner- oder Konfliktberatung zu machen, gar ein Hospiz zu betreiben. Im Jahr 2000 waren die Freien Humanisten Niedersachsen dem HVD beigetreten. Von ihnen war 1988 die Hinwendung zum Humanismus ausgegangen. Aber sie blieben im Dachverband Freier Weltanschauungsgemeinschaften, der sich 1991 aus dem Volksbund für Geistesfreiheit gebildet hatte. Der Vorstand des HVD überlegte jedenfalls gerade, das war also um 2000, wie er es schaffen könnte, Lebenskunde, Kindergärten, Sozialarbeit, Patientenverfügung und so weiter zu Bundesprojekten des HVD zu erklären. Wir sahen das als einen neuen Weg und hielten uns für mächtig innovativ. Da zog das Vorstandsmitglied aus Niedersachsen, nun Vollmitglied im HVD, einen Bundesbeschluss vom Jahr 1993 aus der Tasche, der liege bei Ihnen im Büro herum, und fragte, gilt das noch? Es waren genau die Beschlüsse schon einmal gefasst worden, die wir uns nun überlegten. Nun las ich in einem Protokoll, der humanistische Verband Nordrhein-Westfalen wolle mit Sozialarbeit beginnen. Ehrlich gesagt, das höre ich alle zwei Jahre. Zurück zu 1990. Rolf Stöckel, seit 1988 Präsident der Freigeistigen Landesgemeinschaft Nordrhein-Westfalen, dem späteren HVD NRW, 2000 bis 2004 Bundesvorsitzender des HVD und da mein Vorgänger, brachte in dieser wichtigen 10. Diesseitsausgabe die damalige Ungewissheit der Lage plastisch zum Ausdruck und implizierte zugleich eine schicksalhafte Prognose. Er gab seiner Stellungnahme die Überschrift, ich zitiere, das Alte stirbt, das Neue ist noch nicht geboren. Was jedoch passiert, wenn das Alte stirbt, das Neue aber nicht entsteht? Was für ein Humanismus ist dann überhaupt denkbar, von machbar, ganz abgesehen? Jedenfalls dominierte 1990 die Konzeption des säkularen Humanismus. Es war die damalige Mehrheitsauffassung. Was darunter verstanden wurde, brachten Jürgen Gerdes, damals Landessprecher der Freien Humanisten Niedersachsen, in dieser Diesseits zum Ausdruck. Die Überschrift seines Grundsatzartikels schrieb das freidenkerische Missverständnis bezogen auf Humanismus fort und damit den bis in die Gegenwart andauernden Konzeptionskonflikt im humanistischen Verband. Ich zitiere die Überschrift. Humanismus, die Alternative zur Kirche, Ausrufezeichen. Lebensorientierung ohne Gott gefragt, Ausrufezeichen. Die säkularistische Engführung von Humanismus zu einem Gegenbild zur Kirche und als gottlose Kulturauffassung illustriert das fortwirkende Verständnis treffend. Die Botschaft lautet, Humanismus ist der weltanschauliche Ersatz für Religion. Jorg bestimmte Humanismus als ein an wissenschaftlichen Ergebnissen und seiner nicht-religiösen Ethik orientierte Säkularisierungsprogramm. Für die historische Einschätzung dieser Position ist erstens wichtig, dass der Autor damals, als er diesen Artikel über Humanismus schrieb, noch gar nicht die Geschichte des Humanismus studiert hat. Dieses Studium begann er erst Anfang 1990er Jahre. Er konzentrierte sich dabei auf den französischen und englischsprachigen Humanismus und publizierte die Ergebnisse 1996 unter dem Titel Humanismus genau betrachtet. An diesen Studien ist zweitens wichtig, dass Jörg denjenigen Humanismus, der sich in Anknüpfung besonders an Herder als Humanität begreift, außen vor lässt. Der kommt da nahezu nicht vor, natürlich wird Herder mal zitiert, aber den Humanismus zu beschreiben als etwas, was ohne Humanität gar nicht da sein kann,
findet man da nicht. Logischerweise kommt auch der Begriff der Barmherzigkeit, einer von den drei wichtigsten Bedeutungen von Humanitas neben Menschenwürde und Menschenbildung, gar nicht vor. Damit war auch der Zugang verschlossen. Die humanitäre Dienstleistung, die der HVD etwa in Berlin und später in Hamburg aufbaute, als Arbeit am Humanismus zu interpretieren. Nächstenliebe, gar Humanismus in Anführungsstriche als Religion der Liebe zu nehmen, ließ Freidenkern die Haare zu Berge stehen. Jort vertrat stattdessen einen strikten säkularen Humanismus, das war wohl auch biografisch bedingt. Seine Eltern waren in Indonesien als Missionare für die Heilsarmee aktiv. Er distanzierte sich während seines Studiums 1947 radikal von jeder Religion und wurde ein bekennender Atheist. Sein Humanismusbuch erschien im freireligiösen Angelika Lenz Verlag. Der Dachverband Freier Weltanschauungsgemeinschaften war eine HVD-Organisation. Konkurrenzorganisation, also eine HVD-Dachverband. Jetzt habe ich es. Ne? Das war nun, dass die da zu den anderen gehörten, auch keine Einladung an den humanistischen Verband, das Werk groß zu reflektieren. Wohl deshalb wurde eine wichtige Information in diesem Buch, die Jort den Lesern gibt, nicht in ihrer Bedeutung erkannt. Zudem, Jort sah in dem Vorgang, den er beschrieb, einen Fortschritt. War da genauso blind. Worum geht es? Jort stellt zunächst dar, dass der neue amerikanische säkulare Humanismus nach 1945 denjenigen ethischen Humanismus, der als Humanismus der Juden galt, verdrängt habe. Der säkulare Humanismus habe auch in der IHEU die Oberhand gewonnen. Nun ist anzumerken, dass der deutsche ethische Kulturhumanismus nach 1892 den konzeptionellen Boden errichtete, auf dem der HVD heute praktisch den wesentlichen Fuß. Besonders betrifft dies den praktischen Humanismus, etwa in den damaligen Begriffen weltliche Schulen, Lebenskunde, das haben die erfunden, weltliche Seelsorge, Mutterschutz. Selbst der später konservativ vereinnahmte Muttertag wird hier von unseren Leuten vorgeschlagen. Diesen ethischen Humanismus hatte der Deutsch-Amerikaner Felix Adler in Berlin am 7. Mai 1892 öffentlich vorgetragen. Zu diesem Zeitpunkt gab es hier schon seit 5 Jahren, also seit 1887, organisierte Humanisten. Am 16. September 1887 hatte der ehemalige freireligiöse Prediger Georg Siegfried Schäfer die Berliner Humanistengemeinde als eine Abspaltung bürgerlicher Mitglieder aus der dortigen freireligiösen Gemeinde gegründet, die zur Keimzelle der Deutschen Gesellschaft für ethische Kultur wurde, mit Pendants in Österreich und England. Der wichtigste Grund, diesen Humanismus im HVD nicht zu rezipieren, war, dass er in der Freidenkerbewegung und im säkularen Humanismus als religiös galt. Was aber gar nicht war. Es handelt sich bei dieser Gruppe vorwiegend um säkularisierte Juden. Diese Humanisten habe ich in den Dissidenten umfänglich vorgestellt. Sie erfuhren erst jüngst endlich eine größere Aufmerksamkeit, wesentlich befördert durch das Buch von Hilde Schramm, meine Lehrerin Dr. Dora Lux. Schon allein diese Geschichte legt es nahe, auf den positiven Gebrauch des Begriffs säkularer Humanismus im HVD zu verzichten. Er wird ohnehin im Wesentlichen gebraucht für eine Weltanschauung, die ihre nicht religiöse Basis betont. Das Adjektiv säkular hat einen laisierenden Beiklang, etwas verweltlichen, aus dem Besitz der Religion der Kirchen nehmen. So entsteht der Eindruck, als sei der Humanismus eine Säkularisierung des Christentums. Das will ich nicht weiter vertiefen und verweise auch hier auf den schriftlichen Text. Nur so viel. Der säkulare Humanismus erzeugt den Eindruck, wie Gitta Neumann Ende 1991 treffend in der 17. Ausgabe der Verbandszeitung Diesseits kritisierte. Sie sehen, ich habe unsere eigenen Veröffentlichungen nochmal gründlich gelesen, weil ich nach der Geschichte der Humanistischen Akademie und ihrer Reflexion in unserer damaligen Verbandsorgan, es ist ja heute eher ein Feuilleton, da nachdachte, wie kommt da die Akademie vor, was spielt da eine Rolle, und stellte dann fest, es gehört zu den
tragischen Elementen, dass mir eine Ausgabe, ich habe alle, eine fehlte. Das war gerade die, die sich mit dem Humanismus beschäftigt. Ach, das ist eben manchmal so. Also, da will ich nicht weiter vertiefen und verweise auch hier auf den schriftlichen Aufsatz. Nur so viel, der säkulare Humanismus erzeugt den Eindruck, wie Gitta Neumann Ende 1991 treffend in der 17. Ausgabe der Verbandszeitung diesseits kritisierte, Humanismus sei ein wissenschaftlich-rationales Weltmodell. Diese Vorstellung, so Gitta Neumann, habe alle anderen traditionsgebundenen Formen des Erkennens geopfert, mit dem Ergebnis des Misstrauens, der Abwertung, ja der Diffamierung gegenüber, wie Gitta geschrieben hat, qualitativ innerlichen und körperlich-sinnlichen Erkenntnisquellen. Wie dieser Einwurf von Gitta Neumann ist auch die Darstellung von Peter Groth wenig beachtet worden, auch durch mich selbst. Er schreibt in der gleichen 17. Ausgabe der Diesseits über Renaissance-Humanismus. Er gibt eine kurze, ebenso belesene wie historische Begriffsbestimmung von Humanismus, inklusive Gründe für dessen Niederlage in der Reformation und unter Rückgriff auf die lateinischen Ursprünge Humanitas bei Cicero. Wahrscheinlich liegt die Ursache der mangelnden Aufnahme dieses und anderer Texte im HVD darin, dass man meinte, Bild vom Menschen meine Ästhetik. Dabei gibt der Autor ein weltanschauliches Menschenbild. Dieser vergessene Text von Groth hat auch eine ganz andere Sprache als im säkularen Humanismus üblich. Die von Cicero hergeleiteten Eigenschaften des Humanismus, eine sehr schöne Umgehung der Worte Funktionen oder Prinzipien, entsprechend der heutigen Forschung, lediglich die Barmherzigkeit, fehlt auch hier. Er bestimmte Humanismus, ich zitiere jetzt Peter Groth, sittliche und geistige Bildung, menschlichen Edelmut, Würde, Adel menschlichen Geistes, Ehrbarkeit, Witz, Geschmack, Humor, Anmut, Eleganz, Feinsinnigkeit, Geist, Bildung, Erziehung, Urbanität, innere Ausgeglichenheit, Freundlichkeit, Güte, Milde, Menschenfreundlichkeit, Gastfreundlichkeit, Freigebigkeit. Ist ja klar, dass ein humanistischer Verband damit nicht viel anfangen kann. Abschließend möchte ich das Gesagte in eine Empfehlung münden lassen. Der HVD zieht Gewinn und Einfluss nicht aus sich selbst heraus, sondern durch seine Beiträge zur Humanisierung und deren praktischen und geistigen Bezug auf einen Humanismus, der die alte Freidenkerei und den säkularen Humanismus hinter sich lässt. Das sollte ihn selbstbewusster und zugleich bescheidener machen. Aber unbedingt auffordern, sich auf das, was nun an Dienstleistungen stattfindet, einen humanistischen Reim zu machen. Stichwort Humanistik. Im Gefüge des organisierten Humanismus, der viel mehr ist als der HVD und sein Umfeld, muss er allerdings seinen Platz besser bestimmen und Abschied nehmen von der Vorstellung, Humanismus sei etwas vorrangig für Konfessionsfreie und auf das beschränkt, was alternativ zu Religionen ist. Humanismus und der HVD finden der Menschen wegen statt, gar nicht, oder mehrere Stufen darunter als Konkurrenz zu Kirchen bzw. Religion. Danke für die Aufmerksamkeit. Thank you.